Ja, und damit herzlich willkommen im heutigen Livestream. Hey Eis, hallo. Wir sind bei Bandar Kafila. Akaya ist noch am Join und der Vogel, der hasst mich. Er ist noch nicht mal richtig drin im Spiel und er wirft schon die Steine auf meinen Schädel. Ja, hallo Jan, hallo Eis. Ja, heute wollten wir ja mal zur Abwechslung ein bisschen Material farmen, weil wir in den letzten Streams sehr stark Probleme in der Hinsicht hatten. Wirf mir noch einmal was auf den Kopf, du blödes Vieh. Ich schwöre dir, du hast einen meiner Pfeile in deinem Hintern. Das zählt auch für dich, Bärenkopf. I see you. Du denkst auch, du wärst unsichtbar. Nein! Ja, also heute nicht zur Hauptstory, wie es das hier will, sondern halt wirklich erstmal ein bisschen farmen gehen. Das heißt, wir würden jetzt mal zu diesen grünen Punkten zur Abwechslung mal wieder fahren. Vor allem brauchen wir auch wieder einen zweiten Motor, nachdem der Hai uns hier im letzten Stream den Motor abgeknabbert hat. Ich würde generell auch eventuell auf den dritten Motor gehen, weil wir wollen ja so langsam mal das Schiff ausbauen, dass wir Etagen gehen. Also nach oben, wenn wir einfach nur nach oben gehen, brauchen wir, glaube ich, keine weiteren Motoren. Wir müssten auf jeden Fall einmal um die Insel herum. Außer wir wollen komplett in die andere Richtung. Ich habe Tani übrigens auch schon angeschrieben, ob der mitmachen will, aber der hat noch nicht reagiert. Naja, wir müssen ja eh hin, wo der Wind uns treibt. Und der treibt uns genau in die Insel. Wir wollen links drumherum. Wo ist der Anker? Ich bin blind. Da ist er. Gucken wir mal, dass wir um die Insel herumsteuern können. Können wir nicht. Ein Motor reicht nicht. Wir sitzen hier fest. Niemals. Nicht, wenn der Captain das verhindern kann. Wir können zwar drehen, aber das ändert nichts. Wir können zwar drehen, aber ein Motor reicht halt bei weitem nicht. Hatten wir nicht auch noch Segel? Ja, wir haben noch zwei Segel. Wir müssen die aushelfen. Ich weiß, es ist hässlich, wie es hier gerade steht. Ja, heute ist bei uns nicht Shellshock angesagt, aber groß gelegen. Wir kommen zumindest auf eine. Wir kommen zumindest auf eine Art und Weise um die Insel. Ja, indem wir einfach wie ein Rad oder so um die Insel herumrollen. Ey, besser als nix. Bei mir schweben die Vögel in der Luft. Wann haben die Vögel die Hex angeschaltet? Als sie es gemacht haben. Wir schaffen es schon noch um die Insel. Ich bin vor allem auch froh, wenn wir dem mal ein bisschen weiter denn später in der Story sind und vernünftig Ressourcen haben, dass wir nicht dauernd farmen müssen. Ja, das war halt wirklich schrecklich im letzten Stream. Ich verscheuche die Vögel einmal, weil das ist eine Beleidigung für die Augen, wie sie da in der Luft hängen. Ich weiß nur nicht, von welchem Spot die sind. Ah, die war von dem Spot. Und auf welchem saß die? Keine Ahnung, die schwebt immer noch. Wo ist der Hässliche? Ich höre ihn doch. Der will den anderen Motor. Gönn dir. Es ist tot. Wir müssen eh erstmal drehen. Ah, hier saß die andere. Ich finde das echt nicht nett von dem. Ich glaube, wir sollten den Motor erstmal wieder einpacken. Ja, den Motor können wir gerade nicht gebrauchen. So viel ist da ja auch nicht mehr drin. So. Ja, der Biokraftstoff, der ist auch gleich hergestellt. Ah, nicht unbedingt. Doch, einfach die ganzen Haiköpfe da rein und schon ist das Ding voll. Und Honig brauchen wir nur einmal die Blümchen anbauen. Es ist schön, wie wir uns so drehen. Es gibt auf jeden Fall auch eine Sache, die ich auf unserem Warf denn später haben möchte. Und zwar das, was man zum Beispiel auch bei Raumschiffen und so... Astronautennahrung? Nein, eine Brücke. Wieso auch immer man das Zeug Brücke nennt.
Irgendwann hören wir uns auf zu drehen. Ich habe es im Ja, Gefühl. nie. Nie. Aber hey, guck mal, Material. Material kriegen wir auch die ganze Zeit relativ gut durch unsere Netze, wo wir definitiv auch mehr von brauchen. So langsam aber sicher kommen wir um die Insel. Normalerweise macht man es nicht so, aber es funktioniert. Und gab es nicht eigentlich auch irgendwie eine Möglichkeit, wie man entsprechend hier die Motoren an einem Ort an- und ausschalten kann? An Keine einem Ahnung. zentralen Punkt? Irgendwas gab es da, glaube ich. Keine Ahnung, ich gucke keine Videos von anderen zu diesem Spiel. Mache ich selten, wenn ich ein Projekt, Steam oder aufnehme. Also wenn ich mir das vom Wasser aus angucke, ist das noch mal lustiger, ne? Ich kann dir sagen, warum wir uns Nein, so drehen. guck mich einfach mal an. Ich stehe einfach auf der Stelle und drehe mich nicht. Es ist wie, als würde ich einfach. Das Rad funktioniert trotzdem. Wow. Okay, dann brauchen wir die Segel tatsächlich doch nur in eine Richtung machen. So, erstmal gucken. Batterie ist leer. Sehr schön, haben eine neue Taschenlampe. Hi, oder? Nee, glaub doch nicht. Aber, ey, siehst mal von der Seite. Wir brauchen somit die Segel nur in eine Richtung setzen und können dann trotzdem lenken, einfach wie als hätten wir Motoren. Stimmt, wir haben jetzt dieses komische Seilrutschengeschirr. Ja, was noch nicht wirklich Nutzen Wir haben für auch noch uns keine bringt. Rucksäcke, oder? Nee. Die müssen wir auch mal irgendwann machen. Den Aber. Metalldetektor, den wollte ich machen. Dafür können wir eine der Batterien, die jetzt gerade leer gegangen ist, opfern. Ich suche gerade. Ah, Kupferbahn, Schrott und Kunststoff. Haben wir wahrscheinlich alles nicht. Schrott haben wir auf jeden Fall. Ja, ich weiß, Schrott haben wir Ja, wahrscheinlich Essensprobleme noch haben mit wir am sowieso nicht. meisten. Kunststoff ist das, was mal wieder fehlt. Wie immer. Wir kennen es ja eh nicht anders. Naja, also 12 Kunststoff, ich weiß nicht wo. Ich glaube, du bist blind. Wo? Nee, bei mir wurde das nicht angezeigt. Das war da die ganze Zeit drin. Jetzt suche ich nur einen Kupferbahn. Ach, ich schmeiß einfach einen eben kurz. Aber wir brauchen eine neue Batterie, um eine größere Insel zu finden. Hast du Das noch kommt weg, das Holz? kommt Du hast rein. noch Holz. Wir brauchen am besten auch noch mal ein drittes Segel. Aber eigentlich müssen wir hier Wir irgendwo hatten eins mal ein drittes, aber umgammeln das haben. hat sich irgendwie verpufft. Ich wäre übrigens dafür, die ganzen Fässer da auf jeden Fall mal einzusammeln. Weißt du, was mich nicht wundern würde, wenn Sunny das Teil hat? Nee, nee, ich habe mit ihm schon getestet, er hat es nicht. Ich habe sogar in sein Inventar über den Bildschirm übertragen geguckt, er hat es wirklich nicht. Ich will einmal kurz halten, ich will einfach auf Nummer sicher gehen und diese Fässer mitnehmen. Wir können danach sofort weiterfahren. Ich will nur eben kurz diese Fässer mitnehmen. Aua! Ich war doch nur 3 Sekunden im Wasser. Aua! Ist ja Da ist gut, noch ich eine verschwinde schon wieder. Luxuskiste. Ich Da habe ist auch noch eine verstanden, das ist Luxuskiste. dein Wasser. Ich streite mich nicht darum mit dir, okay? Wir haben wieder zwei weitere Eier. Aua. Aka, ja, fehlt ein Stück von meinem Hinterbacke. Komm her, ich kann dir ein Stück Hinterbacke wieder reinzaubern hier. Oh. Habe ich aus der Apotheke gelootet. Ah, die reibt man sogar drauf. Sehr Ja. professionell. Blümchen sollten wir auch mal wieder anpflanzen, dass wir mal ein bisschen Honig bekommen. Man weiß, was richtig professionell an dem Teil ist, dass da Eierschalenstücke drin sind und Eier. Und dann reibt man sich das auf die Wunden. Normalerweise würdest Salmonellen du lassen dir. grüßen. Also normalerweise würdest du dir damit mehr schaden als helfen. Ja. Vor allem, weil du damit eigentlich eine Salmonelleninfektion riskierst.
So, wir haben eine neue Batterie. Ja, wir sind ungefähr auf einem richtigen Kurs. Ein kleines bisschen nach rechts müssten wir. Okay, wir kommen der Insel langsam näher. Ich mach mal eben kurz den Anker. Ist nah genug. Nee, also da wir schwimmen da schon noch ein kleines Stück denn ran. Also wir können mit dem Floß noch machen. Hast du eine Axt schon ausgerüstet oder muss ich? Ich habe eine Metallaxt, die noch ein bisschen Haltbarkeit hat. Nee, wir So, drehen dann uns schon wieder. nee, weil ich gerade am Lenken bin. Ich will, dass wir halt einmal um die Insel rumfahren, um zu gucken, wo wir besser rauf können. Ich sehe schon, dass wir von der anderen Seite besser drauf kommen. Lass doch einfach um die Das Insel sehe fahren. ich von hier aus. Da in der Mitte der Insel ist zum Beispiel Dreckhaufen. Ich brauche einen davon. So, hau Anker rein. War gerade nicht in der Nähe, Entschuldigung. So, ich habe jetzt noch mal zwei Batterien hergestellt. Du holst Eine das kommt Dreck, hier. ich geh auf. Du holst das Dreck, ich geh Erstmal auf hole die ich Insel. in das Fass. Das können wir danach doch noch holen, das verschwindet ja nicht. Ich hab's schon. Warum schon wieder so ein komisches Dekorationspaket? Weg damit. Ich würde sagen, achte du jetzt erstmal auf den Hai, damit ich mich kurz hier um das Holz kümmere und dann passe ich auf den Hai auf, während du den Dreck holst. Ja, ist egal, ja, wer da hochgeht. Bring aber auch Blumen mit, ne? Ich weiß. Also hauptsächlich die Samen. Mehr bringe ich auch nicht mit als die Samen. Die Blumen lasse ich hier. Ja, Leute, ihr seht, wir sind sehr geordnet. Und ich bin sehr am Verhungern und ich habe nichts zu Ja, essen dabei. die zwei, die Haie waren schon fertig. Einen habe ich mir genommen. Ich packe ab jetzt das rohe Fleisch drauf. Ich Der höre hat mir hier dich. oben eine Mango gegeben, die kann ich denn mal essen. Verdammt, nicht getroffen. Oh, mein Getränk ist fertig. Hau ab! Wir brauchen unsere Bienen. Ich bin so froh, wenn wir denn irgendwann unsere Vogelscheuche haben. Okay, ich kann nur noch den Baum hier oben mitnehmen, den Rest musst du denn holen kommen. Ein Moment. Ich glaube, wir haben das Material für eine Vogelscheuche sogar schon. Ja, haben wir. Dann stellen wir mal eine her und bauen dann später im Nachhinein auch noch mal unsere Hab schon eine aufgestellt. Bienenkästen. Ich habe schon mal eine aufgestellt. So, ich gehe jetzt mal runter, weil ich kann nichts weitermachen. Ich bin nämlich am Ver Ah nee, am Verhungern bin ich nicht. Ich habe mich mit Mango hochgefüttert, Zur aber Not hier gegarter Hai hätte ich ein. ich habe hier ganz viele Blumensamen. Ich Ich glaube. glaube, wir werden so schnell keine Ja, Blumensamen Shellshock brauchen. ist schon cool. Das macht richtig Fun mit euch immer. Aber das hier ist halt einfach nur für uns. Dass wir hier so ein bisschen chillen, hier ein bisschen farmen. Die Nein, Welt ich habe erkunden. versehentlich zwei Blumen aufgehoben. Dann pack sie wieder rein. Oder steck sie dir in die Haare. Je nachdem, was dir mehr Spaß macht. Irgendwo höre ich den doch. Hatte ich mir nicht eingebildet. Ach ja, der Anker ist noch draußen. Hast du die Schere? Ja. Magst du Kusko mal scheren? Der hat ein bisschen viel Fell. Ja, mache ich, aber ich will gerade eigentlich erstmal was gucken. Wir sollten auf jeden Fall auch mal darauf ausbauen, endlich mal die Rucksäcke zu machen. Eigentlich haben wir, glaube ich, sogar schon genügend für den Rucksack. Nein. Doch! Wir haben genügend für einen Rucksack. Guck. Jetzt habe ich zwei Inventarreihen mehr. Jetzt fehlen nur noch fünf volle, dann haben wir für dich auch. Warte mal. Und ich bin derjenige, der keinen Platz im Inventar hat. Ich pack vier Leder und vier Seile, obwohl die Seile sind eh schon in der richtigen Kiste. Mal eben kurz zu der Wolle. Dann brauchst du nur an die Kiste gehen. Du meinst die nicht mehr vorhandene Wolle, weil du sie aufgebraucht hast?
Wenn du willst, kannst du auch gerade den Rucksack haben. Mir ist das einerlei. Hauptsache, wir haben was Neues. Da, unter dir. Ich bin halt gerade die ganze Zeit hier am Ausbauen und habe deswegen quasi gar keinen Inventarplatz, das ist das Problem. Gern geschehen. Gern geschehen, dass ich mich um unsere größten Begierden sorge. Inventar. GTA habe ich eine Zeit lang gespielt. Momentan aber eher nicht mehr. Liegt aber eher daran, alleine habe ich keine Lust. Was macht man nochmal aus den Bienengläsern? Ach ja, daraus machst du die Bienenstöcke. Wir könnten in der Theorie noch zwei machen. Ich würde insgesamt in Zukunft denn 4 Bienenstöcke haben wollen. Ja, einfach, weil wir Honig auch brauchen wie Heu, ne? Wir brauchen es halt für die gute Heilung und wir brauchen es auch für Biokraftstoff, den wir wiederum brauchen, dass wir dann später unsere Motoren betreiben. Und was wir jetzt aber immer noch brauchen, ist Plastik. Aber um Palmenblätter und Holz brauchen wir uns eigentlich nicht so viel Warte Sorgen mal, wo ist machen. diese leere Batterie? Ich will einmal was testen. Die leere Batterie kann man ja auch in den Recycler schmeißen, oder? Nein, leider nicht. Ich hätte mich Nee, nämlich das, gef. da gehen nur Rohmaterialien wie Holz und sowas rein. Ja, mich hätte nämlich so gefragt, wie viel das gegeben hätte. Zählt Da Leder sind als drei, da sind Rohmaterial? zwei. Davon haben wir auch richtig viel. Ja, das führt das sogar sehr gut. Ich mache mal eine Ladung Leder weg, weil davon Ein. haben wir wirklich viel. Du gehst mal wieder hier rein. Wollte einer ausbüchsen? Nee, ich habe ihn versehentlich gegriffen als. Kannst du mal von dem Ei runtergehen? Danke. Ich wollte nämlich eigentlich das Plastik, was hier unter unserem Raftlanke rauscht, ist, aufsammeln. Und habe dabei hier Cusco aufgesammelt, anstatt das Plastik. So. Cusco, das neue Plastik. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt gleich einmal schlafen und dann erst auf die Insel, weil dann sind auch die Kartoffelsenpais fertig. Baba, baba. Metalldetektor acquired. Wenigstens ein Erfolg dann. Und ich bin dann am Verhungern. Ich hab dir alles, was ich am Fischen hatte, gegeben. Mehr kann ich auch nicht für dich tun. Ich hau mir eine Gemüsesuppe fertig mit Kartoffelsenpai. So, die Gläser tue ich rein. Vor allem, weil ich jetzt auch ziemlich viele Kartoffeln jetzt erstmal wieder machen werde. Obwohl, war nicht die schlauste Idee, jetzt die Gläser rein zu tun. Weil ich dann doch eine Suppe machen wollte. Dann benommen wir zwei Smoothies. Ja, also trinken brauche ich auch gerade. Da würde ich dann, dadurch, dass es eine große Insel ist, einfach Smoothie Unter bevorzugen. dir. Ja, wir sollten eventuell ein bisschen nach links fahren, da in diese Bucht rein. Da greift einer unsere Kartoffeln an. Ich kann nicht hin. Schieß. Wir haben Chicken Wing. Ja. Und wir haben Federn. Du wolltest ja Federn haben. Sind in unserer Köpfekiste. Und ich brate mir jetzt meine Chicken Wings. Ich steuere auf die Bucht zu. Tonschalen haben wir welche? Ja. Dann mache ich noch mal eine zweite Kartoffelsuppe in den Auftrag geben. Dann probiere ich gleich endlich den Metalldetektor aus. Ich glaube aber, du kannst nur an bestimmten Orten das halt machen. Du wirst es Er wird sich definitiv noch nicht an als jedem Ort nützlicher. machen Der wird können. sich noch als nützlich erweisen. Ich sehe da übrigens schon ein Tier. Möchtest du noch ein Haustier haben? Du wolltest ja dir auch noch ein Vieh Ja, mit wir Fell haben holen. aber noch, wir haben gerade keine Netzcontainer mehr, also. Du müsstest denn mal einen zusammenbauen oder Verzieh so. dich! Ich habe nicht mit dir geredet, ich habe mit dem Vogel geredet. Ich verzieh mich auch nicht. Ja, wir haben reingeschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen nämlich jetzt 4 Steine. Du wirst ihn genügend finden, da bin ich mir sicher.
Aber an sich hätten wir ein zweites Hähnchen gut vertragen können. Ich hole schon mal die Müllwürfel in mein Inventar. Auf großer Insel ist immer ein Händler, außer es ist eine Story-Insel. Und ich bezweifle, dass das jetzt eine Story-Insel ist. Wir können ja zur Not sicherheitshalber mal gucken, ob es eine Story-Insel ist. Nee, ich glaube nicht. Mach einfach mal, ich mach mal kurz das Radar an und Nee, guck. also. Wir müssen ja einen Code eingeben, um die zu finden. Man kann die nicht zufällig finden. Man kann die auch zufällig finden. Und ich will mal den Code eingeben. Wie wäre es, wenn du erstmal den Hai aufhältst? Ich sehe den Hai nicht. So, ich steuere in diese Bucht hier rein. Guck mal, wir kommen doch auch mit zwei Segeln gut voran. Müssen ja nicht immer die Motoren sein. Auch wenn wir den Biokraftstoff mittlerweile echt aufbrauchen könnten. Wenn wir einfach weiter geradeaus gefahren wären, jetzt in die Richtung, in die wir gelenkt hatten, wären wir sogar zur Story-Insel gekommen. In 2000 Metern. So, gleich haben wir es hier in die Bucht geschafft. Guck mal, warum sind es die Bäume, die wir nicht fällen können? Warum? Weil das normal ist. Kannst dich denn aus Ankern bereit machen? So, ich warte, bis wir ganz am Land Hab den sind. Händler schon gefunden. Wartest du aber noch mit auf die Insel gehen? Natürlich nicht. Wir müssen eh kämpfen, um zum Händler zu kommen. Ist mir schon klar. Da ist Pumba. Oh, da ist noch ein weiterer Eierlieferant. Ja, dann kann ich direkt mal zwei Dinger herstellen. Dann habe ich nämlich auch zwei Viecher. Dafür brauchen wir nur Steine. Zwei hätte ich. Ja, dann hätten wir zumindest schon mal einen so einen Behälter. Ein zweiter fehlt noch. Ah, daneben gecharged. Und weißt du, was ich jetzt Aua. einmal mit auch mache? Ich mach mal was Tolles gerade. Es ist tot. Wieder ein bisschen Leder. Siehst du, was ich Tolles gemacht habe? Nein, weil ich nicht mal ansatzweise in deiner Nähe bin. Alter, wie nett ist denn das? Ich hab sogar noch, wir können sogar noch ein zweites Wolfie holen. Soll ich dir was sagen? Neben den Händler hat einfach eine dicke, fette Kiste gestanden. Weißt du, was ich nett finde? Wir können uns einfach noch mal ein zweites Wolfie, ein drittes Wolfie holen. Also, wir sollten mal hier den Bereich ein bisschen größer machen, wo die sich bewegen können. Zum Glück habe ich das Holz dafür. So, vom Prinzip her haben wir eigentlich mal den Kompass irgendwann geholt? Nee. Erstmal ein paar Angelköder, ne? Ich kaufe mal alle Angelköder auf, die er hat. Das als allererstes. Was sind das für Holzwände, die du hier platziert hast? Welche meinst du? Bei unseren Das sind Viehkäfig. Zäune. Weil die sehen irgendwie alle so ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich, weil du sie halt nicht alle von innen platziert hast. So, ich suche unsere Münzen. Ach, du hast nur So, noch dann. ein paar Kisten aufgestellt. Okay. So, die Münzen nehme ich schon mal mit. Nehme mir die Angel. Und damit hätten wir an sich auch zumindest von dem Futter her, wenn wir hier alles mit einer Grasfläche bedecken, genug, um einige Tiere zu ernähren. Ich Wie viel mach Stein? gerade Geld. Gib mal die Steine erstmal rüber. Gleich. Nicht gleich, ich will schon mal meine Viecher fangen gehen. Ich habe gerade einen Köder reingeschmissen und kann nicht ins Inventar. Jetzt kann ich. Ach, der hat den Köder nicht übernommen. Okay, dann never mind. Da sind die Steine. So, dann baue ich nämlich schon mal den ersten
Behälter Kannst du fertig. mal eine weitere Angel vorbereiten? Die hier ist fast kaputt. Ich will jetzt erstmal die Behälter fertig machen. Ja, warte mal, ich wollte den jetzt mal ausprobieren. Ich habe für die Angel halt gar nichts dabei im Inventar gerade. Es macht schon mal, es ist schon mal ein Punkt aufgetaucht. Ich sehe zumindest, wie es funktioniert. Was? Der Metalldetektor, ich probiere den gerade aus. Okay. Es macht Piep. Es blinken Du immer machst mehr Lampen auch auf. Piep, Junge. Ich würde sagen, bei dir piept's nicht mehr ganz richtig. Hühnchen findest du übrigens direkt neben dem Händler. Es direkt links vom Ruff. Es gibt da drei Viecher, die ich. Ja, auf jeden Fall zwei Viecher. Bei dem dritten bin ich mir nicht sicher. Okay, da oben muss ich hin. Aber Wurzel, da ist das explosive Pulver. Ja, wir haben nicht so extrem viel davon, ne? Wir haben genug, wir brauchen nur eins pro Kanister. Ich muss hier irgendwie hochkommen. So, damit habe ich den Netzwerfer. Hier komme ich hoch. Ach, der Händler ist sogar direkt hier unten. Warte mal, was ich mir vorstellen kann, dass ich eine Schaufel brauche. Ich denke mal, ohne Schaufel geht das mit dem Metalldetektor gar nicht. Wäre zumindest sehr logisch in meiner Sicht. Okay, vier Und Fische wir habe ich haben, schon mal. und es scheint tatsächlich drei dieser Viecher, zwei dieser Viecher zu geben. Zwei der Lamas. Wo auch immer jetzt dieses schwarze Lama hingelaufen ist mit Hörnern. Hier oben. Die Richtung muss ich, meine ich. Ja, hier macht's Piep. Also, du kannst mich gerne jetzt einen Noob nennen. Ich habe bisher zwei Netze auf das Vieh verschossen und nicht eins hat getroffen. Also mein Metalldetektor sagt, hier ist was. Ich habe nur noch einen LOL! Versuch. Weißt du, was ich ausgegraben habe? Was? Ein Tresor. Lol. Und du sag noch mal, den Metalldetektor brauchen wir nicht. Und was war da überhaupt drin? Sechs Titanerz, ein Glas, ein Spielzeugroboter. Ich kann auch meinen Astronauten haben, yay. Sag noch mal, wir brauchen den Metalldetektor nicht. Ich hab gesagt, wir brauchen den für die Story-Insel nicht. Mit Titanerz ist ja das neue Erz, das kommt jetzt da rein. Weg mit dir. So, ich fange jetzt ein bisschen Fisch und achte auf unser Titanerz. Wir haben gleich das nächste Erz, Akaya. Und wir können aber trotzdem nicht wirklich viel herstellen bisher, weil wir nicht genug haben. Ey, wir können Aber es ich glaube, zumindest schon mal erforschen. damit haben wir denn aber, glaube ich, sogar auch die ganz großen Kisten denn auch erforscht jetzt. Hast du vier Kunststoff? Beziehungsweise acht für ein paar Wiesen? Nein. Und sagen wir es mal so, die Peinlichkeit bleibt unter uns. Also der Metalldetektor ist richtig praktisch. Kann man ja bei jeder Insel einmal gucken, wenn der immer mit einem Titanerz bringt. Na, ich glaube, das bringt halt immer Im zufällig Übrigen hier was. dein neuer Freund. Hier auf der Kiste, da liegt dein neuester Freund. Kannst du aufstellen, wo du möchtest. Der liegt nicht auf der Kiste, der liegt direkt unter mir. Warte, ich stelle ihn einfach auf. Oh, guck mal. Der war in dem Tresor drin. Der soll näher ran. Ist der nicht cool? Einfach random in so einem Tresor aus dem Boden gegraben. So, der muss hier hin, der Roboter.
Du musst den auch angucken können, ne? Ja, ich muss ihn, er muss mir in die Seele starren können, wenn ich am Schlafen bin. Er wacht über dich. Leg dich mal hier hin und guck dir das mit dem Roboter einfach mal an. Warte, ich bin gerade im Schneckenmodus. Oh, hi! Guck Er mal, da habe ich was. starrt dir in die Seele. Ich habe dir was Tolles ausgegraben. Willst du auch mal mit dem Metalldetektor und der Schaufel was suchen? Gerade nicht, nee. Einfach nur aus Interesse. Ein Ich sehe hier Titanerz? gerade was. Zwei Guck mal hier. Titanerz ergibt einen Würfel übrigens. Ich wollte es einfach nochmal testen. Guck dir mal hier das an. Deiner, meiner. Ach, die Ziegen, die kann man auch. Die kann man melken, oder? Weiß ich nicht, was man mit denen kann. Warte Ja, mal. kann ich. Mit dem Eimer. Hab sie. Nein, nimm meine Ziege nicht mit. Wo haben wir denn Eimer da? Das ist Ziege. Ja, die Eimer, die sind ja auch richtig leicht hergestellt. Guck mal, jetzt haben wir auch endlich Milch. Welchen Namen hast du denn denen gegeben? Chantal. Auch wenn es eigentlich männlich ist, wegen Hörner. Aber es kann nicht männlich sein, weil wenn es männlich wäre, würde es keine Milch Wo geben. sind die Planken? Pack hier mal bitte Planken rein, wenn du welche hast. Wo? Hier beim Titan ist, dass wir das einmal erforschen können. Tut mir leid, ich habe dafür keine Planken. Kann ich eigentlich auch hier drin angeln? Nee. Schade, wäre gut gewesen. Aber wenn du zwei Titanen ins Reinschmeißer, kommt ein Würfel offenbar bei raus. Ich wollte es nur mal getestet haben. Ich werde es in Zukunft nicht nochmal machen. Ich wollte nur wissen, wie viel. Ist das dein Ernst? Wir haben noch welches. Außerdem reicht es doch eh für noch nichts. Unser erster Titanbarren. Er möge Und erforscht werden. Wir haben ihn schon erforscht? Hä? kann gar nicht sein. Doch, wir haben ihn schon erforscht. Wann haben wir das gemacht? Gar nicht. Wir hatten nie Titan eigentlich gehabt. Also laut dem Teil hier ist es schon erforscht. Wir können angeblich auch ein Okay. Ladegerät bauen. Also den Handel, den mache ich hier mal. Vier Titanbachen, Ein. dann können wir das Ladegerät bauen und dann können wir die Batterien endlich aufladen. Ich schmeiß die Titanbahn in die Öfen. Also die Also Erze. diesen Handel, den muss ich einfach machen. Apropos Handel, ich sollte mal die Fische verkaufen. Also, ich kaufe mal hier die 20 Kunststoff für einen Würfel. Unser Rang steigt, Akaya. Ja, schönes Ding, Harry, schönes Ding. Wenn du Bock hast, kannst du auch die Blumensamen hier nochmal mitnehmen. Oder ich mach's einfach mal. So wie ich meine zwei Melonen mitnehme. So einfach, um damit wir sie mal haben. Ich habe mal die ganzen Rezepte von dem mal gekauft, ne? Das war eine ziemliche Verschwendung. Ich meine, die Rezepte hätten wir garantiert auch irgendwann gefunden. Jetzt haben wir sie. Ich Und kann ich gerade baue nicht, die ich Bäume angel. ab. Du kannst gerade nicht was. Ich Wer hat was konnte, ich geschrieben? kann nicht angreifen, während ich angel. Und ich bin nicht auf dem Raft. Ja, der hat sich gerade irgendein Stück gegönnt. Das ist ein Smoothie. Naja, der kann sich ja kein delicious Stück mehr gönnen, was zufälligerweise irgendwie einen Motor oder so kosten würde. Das muss ich auf die Rückseite packen. Das kann man auch relativ leicht herstellen. Man muss nur dieses eine Zeug kaufen, weil ich weiß nicht, ob man das anbauen kann, was der da verkauft. Aber ich glaube nicht, dass man das so Was? findet. Was? Ja, einmal Wovon das redest du? Chili und einmal dieses komische Kurama oder wie das hieß. Kurkuma. Das So, in den Deluxe-Welt. ist so, zumindest
von Nee, der guck Art mal, und Weise, ich was glaube, die das kann ist, man echt nur ist. kaufen, die Rezepte von dem. Die findet man, glaube ich, nicht, weil die haben eine andere Farbe. Das Blatt von denen ist blau statt weiß. Ich glaube, die Ach, sind echt speziell. ist mir jetzt eigentlich auch egal. Solange das eventuell auch unsere Händlerstufe hochpusht, ist es mir egal. Ach du Kacke, ist das eine Höhle? Okay, doch nicht so eine Höhle. So, ein Titanbahn noch, dann haben wir ein Ladegerät. Weil das Rest, obwohl, wir brauchen noch Kunststoff. Dann brauchen wir wenigstens nicht ständig wieder neue Batterien machen. Je nachdem, was das braucht. Naja, wahrscheinlich irgendwie Biokraftstoff. Strom. Ich würde sagen, Biokraftstoff braucht das. Irgendeine Wir haben auch schon Energiequelle die auf jeden verbesserten Fall. Sammelnetze. Das braucht aber auch Titanbahn. Wann haben wir Ja, Titanbahn eigentlich da reingeschmissen? Wahrscheinlich irgendwo letzte Folge und dann waren einfach zu abwesend. kein Plan. Naja, wir haben uns ja auf den Story-Inseln eher damit beschäftigt, uns gegenseitig fertig zu machen, als dass wir jetzt auf irgendwas achten. Jetzt ist die Frage, Deswegen haben wir lohnen ja sich auch diese länger auf der Insel fortgeschrittenen gebraucht. Sammelnetze? Die können wahrscheinlich vor allem auch mehr Ja, lagern, wenn. da steht drin, dass die mehr enthalten können. Was, also in Zukunft, wenn wir denn da durch die Welt tuckern und dann alles einfach mitnehmen, ist es halt schon praktisch, weil ich will da nicht irgendwie alle 2 Minuten oder so Also unten wie einmal gesagt, alle das Sammelnetze Ladegerät, leeren. das will ich auf jeden Fall bauen. Also ich glaube, in Zukunft ist es durchaus eine gute Idee, die denn gegen die guten Sammelnetze auszutauschen. Fürs erste noch Kontrollpunkte unnötig, können wir aber. auch basteln. Was sind denn Kontrollpunkte? Weiß ich Also nicht. angeblich können wir die machen. Ich suche das gerade. Kontrollpunkte. Ermöglicht die, alle Motoren von einem Ort aus zu steuern. Klingt auch Ah nicht so ja, doof. das Teil, das ist das, was ich meinte. Ich wusste doch, dass es irgendwas gibt, womit du alle Motoren an einem Ort anmachen kannst. Also vom Prinzip her, alle Rezepte, die wir momentan haben können, haben wir gelernt. Wenn wir das auch richtig anstellen, dann werden wir in Zukunft die Motoren einfach in einem komplett geschlossenen Raum einfach aufbewahren können, ohne dass wir da auch nur rein müssen. Weil wir können die ja dann mit den Biokraftstoffteil direkt versorgen. Wo habe ich meine Angel? Da. Und anderweitig müssen wir da auch nicht mehr viel Guck machen mal, der dann. heutige Stream, der ist doch richtig produktiv. Ja und nein. Also Ja, irgendwie das ist er Raft wird produktiv, aber irgendwie ausgebaut. Wir fühle ich mich haben nicht. wichtige Sachen gefunden. Wir haben Titan gefunden. Wir haben ge vor allem auch geile Sachen gefunden. Wir haben rausgefunden, dass der Metalldetektor richtig praktisch ist. Weil man da irre viel Zeug bekommt. Vor allem eben Und sogar das Gute. wir wissen auch jetzt, wie wir die Motoren von einem Ort aus steuern. Ich würde sagen, dafür hauen wir denn zeitnah unser erstes Titan auch mit raus für den Kontrollpunkt. Die Frage ist, mit dem Ladegerät kann man nur die Batterien laden oder könnte ich da jetzt beispielsweise auch eine Stirnlampe reinpacken? Ich glaube, du kannst nur Batterien laden damit. Wobei das dann aber auch echt eine Verschwendung wäre, wenn du jedes Mal denn eine neue Batterie für die Stirnlampen craften musst. Richtig. Deswegen frage ich ja, ob das eventuell geben würde. Das würde mich schon interessieren. So, ein paar Fische kann ich noch rausholen. Muss Ach, danach. der Kackvogel ist bei mir. Jetzt werden wir nie wieder Ruhe haben, bis wir die Insel verlassen von dem Vogel. Okay, wir haben auf jeden Fall genügend Titanbahn, damit wir das Ladegerät bauen können. Ich würde sagen, wir benutzen das Titan auch erstmal nur dafür. Für eine Ladestation auf jeden Fall, aber in Zukunft will ich halt auch Kontrollpunkte haben für die Motoren. Ja, aber zuallererst das Ladegerät, damit wir nicht ständig neue Batterien machen müssen. Ja, Wir und brauchen wir. dafür auch Kunststoff, also halt das Kunststoff erstmal zurück. Und wir sollten auch noch mal ein paar weitere Wiesen herstellen. So, hier, du kriegst ein paar Fische. Ah, 60 Punkte noch, dann sind wir Rang 2. Das ist geil. Warte, ich kaufe das Kunststoff einfach. Ja, mach, das brauchen wir ja. Ich habe mir auch 20 davon schon mitgenommen. So, ich habe alle Müllwürfel jetzt mal ausgegeben. Ja, ich habe auch einen Ich will auch ausgegeben mal, ich dafür. habe auch einmal die beiden Gemüsedinger mitgenommen. Eventuell kann man die ja anbauen.
Dann können wir Guck da mal. mit Deluxe-Gerichte machen. Okay, das kann man nicht anbauen. Kann man Chili anbauen? Scheinbar nicht. Schade. Das ist dann echt nicht so toll. Ja, man muss es ja mal testen, ne? Wo sind eigentlich unsere Palmsamen gelandet? Die habe ich gerade bei mir. Ich schmeiß hier mal ein paar mehr Blumensamen rein. Also, ich glaube, wir haben genug Blumensamen. Kannst ja mal in die Kiste gucken. Okay, ich brauche noch einen Pilz. Geh mal weg von der Kiste kurz. Lass mich nur einmal ganz kurz ran. Nein, ich habe da gerade Sachen reingeschmissen. Ich will ja nur den Pilz haben. Und ich will nur mein Inventar leer Da mache ich werden. keinen Fußpilz. Ich sag dazu mal nix. Außer kein Kommentar. Aber hier, guck mal in diese Kiste, wo die Wolle drin ist, wie viele Blütensamen wir einfach haben. Wir können so viele Bienenkästen damit denn machen. Vor allem, guck mal, wir haben hier sogar eine richtig geile, schöne Fläche frei. Jetzt kommt der erste Deluxe-Wels. Oh. Ich bete den Topf an. Geben Sie mir meinen Deluxe-Wels. Den habe ich mir erarbeitet. Natürlich hast du ihn dir erarbeitet. Natürlich. Garantiert. Ich habe doch geangelt. Ich hatte halt auch lang und mit dem ersten Mal normal angeln, habe ich direkt einen Pilz bekommen. Ich finde es nur schade, dass du dafür diese Superfood kaufen musst. Aber vom Dann gönne Prinzip ich her mir ist halt das meine relativ schon. gemein. Dann gönne ich mir meine schon lange durchgeweichten Chicken Wings. Ich gucke so lange nochmal. Ladegerät. Ja, vom Prinzip her. Denn baue es. Wir haben ja eine freie Fläche, wo wir es erstmal hinstellen Okay, ja. können. Es ist viel kleiner als gedacht. Aber das Ihr habt Wichtigste, ja, Biokraftstoff. benötigt Biokraftstoff. Dafür haben wir ja gerade eh sehr viel. Oh Mann, wir können zwei Batterien gleichzeitig laden mit dem De Teil. So. Ich glaube, wir brauchen kein zweites fürs erste. Und da müssen wir halt den Dingens jetzt ranmachen, das Lager an sich auch. In den Biokraftstoff habe ich schon mal reingepackt. Ich packe mal die Batterie rein und lade die schon mal. Die ist fast leer. Sonst noch eine fast leer? Ja, die hier hat auch recht gut ausgedient. Guck mal, wir können sie endlich aufladen. Die hier bei unseren Ja, es Viehzeug lädt hat gerade. auch fast. Es lädt gerade schon was. Also, Batterien müssten wir, wenn jetzt überhaupt, nur für Metalldetektor herstellen. Oh, guck dir das an, Akaya. Das glitzert sogar im Topf, der Deluxe-Welt. Ich will auch hoch. Oh, sogar im Inventar ist ein Stern drauf. Oh, guck dir an, wie lecker der ist. Ich sehe nix, ich bin blind. Ich sehe den nicht. Der gibt sogar einen Speed-Bonus. Du kannst mich mal. Das Deluxe-Futter bringt was. Haben wir noch irgendwo Schrottwürfel? Alter, guck mal, wie schnell ich bin. Geh mir nicht auf die Nerven. Die Schrottwürfel haben wir alle Oder haben wir aufgebraucht. Habe ich für Plastik ausgegeben. Plastik? Wir Was? brauchen Plastik. Ja, ich bring's sofort. Ich brauche drei Plastik. Ich bin ja jetzt Wahrscheinlich Speedy im Idealfall Gonzales. noch mehr. Ja, geh mir nicht auf die Nerven. Es ist so schön. So, da, zack. Du bist ja nur irgendwie ungefähr doppelt so schnell. Ich guck mal. Dieses Wo zum komische Fick ist. Wo. Koran-Zeug. Da. Guck mal, du kannst auch ein Deluxe-Teil kriegen. Dafür haben wir das Zeug.
Hier, du hast dich ja sonst beschwert von wegen artgerechte Tierhaltung. Dann hau ich unsere ganzen Ressourcen dafür jetzt raus, für die artgerechte Tierhaltung. Ah nee, nicht eine Kokosnuss, sondern nicht zwei Kokosnüsse, sondern eine. So, aber ich brauche zwei Rüben. Du kriegst jetzt und auch wie lange hält der Speedbuff? Offenbar schon sehr lange. Also da geht so eine Leiste runter. So, warte, das muss da rein. Zwei Rüben und eine Kokosnuss, wenn ich richtig geguckt habe. Wie steht's um die Ladung der Batterien? Ich weiß nicht, wie schnell die laden. Das geht echt schnell. Die sind beide schon voll. Boah, das Ladegerät hat sich ja richtig gelohnt. Wir brauchen kein zweites. Eins ist mehr als genug. Ja, magst du dann mal hier die Batterie wieder zu dem Safter bringen, damit dein Deluxe-Saft einmal deinen Job machen Nein, kann? Nein, erstmal habe ich die Dusche umplatziert. Dann gib mir einfach eine Batterie eben kurz von dem vollen. Hier. Und wenn es nur Biokraftstoff braucht, ist es halt wirklich ein echt günstiger Preis. So, ich ne. Dein Deluxe-Saft kocht, du brauchst dir nur eins der Gläser nehmen, dann kannst du es dir gönnen. Ich wünsche dir guten Und Appetit. Da hat ja kein Wasser nachgefüllt. So, ich gehe jetzt nochmal mit dem Metalldetektor los und gebe mein Bestes. Und ich habe halt jetzt fast unser ganzes Plastik für dich artgerechte Tierhaltung ausgegeben. Ich beschwere mich doch gar nicht. Also letztens, und ja. Ich weiß nicht, wie das mit dem Teil hier sich jetzt so abläuft. Und wir können vor allem auch selbst unsere Tierfarmen automatisieren mit Wasser. Nur die Batterien sind das Einzige, was wir auch selber immer manuell machen müssen. Ja, aber mittlerweile haben wir ja unendlich Strom. Ja, und in Zukunft gibt es auch Batterien, die irgendwie doppelt so lange halten. Das weiß ich. So, wo aber muss da ich denn brauchen hin wir, dafür? Da brauchen wir für die guten Batterien brauchen wir dann aber dick Titan. Ah, hier hoch muss ich. Aber auf die Batterien kannst du dich dann schon mal freuen. Ey, mit dem Ladegerät bin ich jetzt schon mehr als glücklich. Hier oben ist noch eine Ziege. Ich weiß. Die habe ich ja erwähnt gehabt. Ich konnte sie nur halt nicht mitnehmen. Okay, es piept. Bei dir piept's auch. Okay, hier. Wieder ein Tresor gefunden. Und da waren drei Titanets, zwei explosives Pulver, zwei Biokraftstoff und ein Dekorationspaket drin. Und der Vogel hat sich hier nach unten verirrt, ey. Der ist wirklich vom Gipfel des Berges, wo du dich befindest, hier runter zum Floß geflogen, um mir einen Stein auf den Kopf zu werfen. Es sind zwei. Alter, der Metalldetektor, mit dem findest du das Titanerz einfach. Aua. Jetzt hat er dir auf den Kopf geschissen. Ja, ich nehme die Bäume hier oben auch mal mit. Ich habe sogar gesehen, wie der hier unten so einen aufgesammelt hat und oben dir den raufgeworfen hat. So, was kriege ich jetzt hier mit dem Trinken? Jo, der gibt dir extra HP, das gute Getränk. Die also diese Deluxe-Dinger, die lohnen sich offenbar richtig. Also dieses Deluxe-Food sollten wir von dem auch immer aufkaufen, finde ich. Ich habe jetzt einfach nochmal, so wie es halt bei den Nahrung und Trinken an sich der Fall ist, nochmal Bonus-HP einfach. Läuft der ab, oder? Das weiß ich nicht. Oder hast du ihn generell? Ich glaube, der bleibt so lange, bis du Schaden nimmst. Weil der geht nicht runter. Guck mal, das Deluxe hat sich doch richtig gelohnt.
Außer dass es wirklich teuer wird in Zukunft. Es hat nur Und ein die Möwe für und Spezial. eine Münze gekostet, also so teuer waren die Dinger nicht. Ja, aber die Spezialdinger sollten wir uns trotzdem aufbewahren. Ja, die sollten wir Weil. uns für die Story-Inseln aufheben. Ja. Vor allen Dingen Und dieser auch. Speed-Bonus. Ich bin so schnell. Aktualisiert sich dein Laden eigentlich? Nö. Vor allen Dingen, wenn wir ihn ja jetzt 60 verkaufen, dann können wir wieder neues Zeug bei ihm holen. Also Chili und Kurkuma, das sollten wir auch immer aufkaufen. Einfach für dieses Deluxe-Food. Weil das scheint ja extrem praktisch zu sein. Du kannst sagen, was du willst. Diese Rezepte zu kaufen hat sich gelohnt. Ich weiß. Ich habe ja auch nichts gesagt. So, Metalldetektor. Hier ist nichts. Der hat aber gerade oben ausgeschlagen, als ich zu der kleinen Insel da noch geguckt habe, wo irgendwo das Lama sitzt. Ich gehe mal da gucken. Okay, also die haben hier sogar noch zwei Tiere, die wir uns holen könnten. Und okay, gut zu wissen, also unsere eine Dusche reicht aus, um ein 2x3-Feld zu betreiben, auf jeden Ja, Fall. die Steine, die könntest du aus dem Boden holen. Das Pulver habe ich gerade bekommen dafür. Naja, die Steine, die haben wir sogar. Wir Okay, hatten in die irgendwie Richtung noch mal muss ich. 20, wir hatten irgendwo noch 20 Steine gehabt. Ich bin auf Kistenjagd gerade, ne? Mit Metalldetektor und Schaufel. Also, Ja, der ja. Metalldetektor, der hat sich Maniac. gelohnt. Ja, du Kistenmaniac. Drei gibt es offenbar auf dieser Insel. Oder sollte man eher sagen, der Tresormaniac? Ich meine, du raubst den Reichen ihre Tresore, um dich zu bereichern. Muss gerade gucken, in welche Richtung ich muss. Und unser Raft ist fast fertig ausgebaut. Also, wir brauchen nicht mehr so viel mit Okay, ich Plastik. sehe, wo ich hin muss. Oh, hier ist eine Höhle. Ja, ich weiß. Und Da die war ich schaltet schon man drin. unten. Ach so, In okay. der Hö Die Höhle hatte ein ziemlich trauriges Ergebnis, weil es einfach nur ein Tunnel war und keine Höhle. Der Tunnel führt dich einfach nur beim Wasser raus. Speed gefunden. Oh, das ist diesmal kein Tresor. Ich habe Reifen gefunden. Wow. Ich mach mal für dich einen Screenshot, dann siehst du, was ich Das meine. ist wohl die Niete. Also das war wohl sehr wahrscheinlich die Niete unter den Loots. Warte. Aber kann man eigentlich auch mehrere Rucksäcke aufsetzen? Keine Ahnung, aber da war Wahrscheinlich. Schrott und Nee. Planken gerade nur drin. Also man kann sehr wahrscheinlich keine weiteren Rucksäcke So, mal ausrüsten, gucken. weil. Also mein Metalldetektor schlägt auch nicht mehr aus. Also ich habe alles geholt, was man holen könnte. Ich bin in die Höhle gefallen. Und Otto. da, nee, das war enden. Ich bin hier in eine richtige Höhle gefallen. Das ist nicht nur ein Durchgang. Also du hättest bestimmt die Höhlenpilze mitgenommen. Ich finde es blöd, dass die ganzen kleinen Fische hier überhaupt keinen Nutzen haben in Warft. Okay, da ist die Ziege. Ich meine, in Subnautica kann man die kleinen Fische wenigstens essen oder den Blasenfisch sogar trinken, aber hier kannst du mit den kleinen Fischen halt gar nichts anfangen, die hier random rumschwimmen. Das finde ich leider ein bisschen blöd, dass die halt wirklich zu wenig Nutzen Hab die haben. Ziege. Ziege. Du gehörst jetzt uns. Jetzt überlege ich mir nur gerade einen Namen. Hallo Heidi. Das geht doch nicht. Wir haben denn aber zwei weibliche Ziegen. Bitte eine männliche. Was? Ich bringe erstmal Heidi sicher nach Hause. Ja, und dann haben wir aber trotzdem zwei weibliche Ziegen. Ja, dann haben wir zwei lesbische Ziegen. Guck, die freut sich auch schon, hat direkt Mähe gemacht. Nein, das geht nicht. Heidi freut sich. Das geht nicht. Wir müssen die ja auch vermehren können. Wenn das gehen würde, dann wäre es ja OP.
Dann würden wir wahrscheinlich einfach eine riesige Gockelfarm machen, oder? Guck mal, Weil ich habe bisher noch nichts. Ich habe Heidi halt hat sich bisher uns noch nichts gefunden, angeschlossen. wofür. Ich habe bisher halt noch nichts gefunden, wofür wir die Milch Wie hast irgendwie du die anderen gebraucht Tiere hätten. genannt? Das interessiert mich jetzt. Chantal und Hans. Okay, wir haben jetzt eine zweite Ziege, die wir melken können. Hans das Hähnchen. Hast du einen Kugelfisch gefunden? Nö. Kein Erfolg. Ich guck mal auf der anderen Seite und spring da einmal ins Wasser. Ich sollte auch nicht angegriffen werden. Ehrlich gesagt, ja, das wird angegriffen wirst du sowieso nicht, weil der Hai ist tot. Wenn ich auf der anderen Seite der Insel bin, ist eh egal, ob der lebt oder nicht. Ja, und selbst wenn du hier auf unserer Seite wärst, das ist eh scheißegal, weil der Hai ist tot. So, den Sauerstoff nehme ich mir mal mit und Metallic-Pack packe ich in die bunte Kiste, weil der ja offenbar sehr, sehr praktisch ist. Zusammen mit der Schaufel. So, ich gehe einmal auf der anderen Seite der Insel gucken. Weil auf der Seite hast du ja schon geguckt. Was konnte man sonst noch irgendwie mit Honigwaben machen? Du kannst damit Heilsalbe machen und du kannst Honig damit machen. Für mehr ist das nicht da. Wow. Aber Zumindest zu unserem jetzigen Stand. Kann ja sein, dass es irgendwelche Rezepte damit gibt. ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwie Nahrung oder Trinken nochmal mit Honig. Aber nicht So. mit Honigwabe. Gehe ich mal auf die Ich. Stirnlampe und ab ins kühle Nass. Hier ist auf jeden Fall direkt eine Kiste im Wasser. OP. Und ich habe einen gefunden. Noch OP, ja. Dann kriege ich ja auch mein Lama. Ein Königreich für ein Lama. Und tot. Und ich glaube, in Zukunft brauchen wir auch noch einen zweiten Kochtopf und einen zweiten Entsafter. Vielleicht sogar einen dritten, Hier ist dass ein jeder von Fischschwarm uns. übrigens. Auf meiner Seite ist ein Fischschwarm. Ja, und ist hier bei unserer Seite auch, aber der hat halt keinen Nutzen. Ich wollte es nur anmerken. Ist wunderschön anzusehen. Ja, aber deswegen meinte ich ja, leider haben sie keinen Nutzen hier in dem Spiel. Warum knarrt die, wenn ich einen Sauerstofftank habe? Also Ach, der der Hai ist Char. wieder da. Ja, mich stört er nicht. Ja, ich habe gerade keinen Bock, den umzulegen. Wenn ich Ton sehe, nehme ich den übrigens auch mit, ne? Bei Ton kann man nie genug haben. Ich weiß. Ich gucke jetzt nur Ton kann man. sicherheitshalber, ob hier eventuell noch ein Kugelfisch ist. Oh, hier ist eine gute Tonquelle. Und wir kriegen mittlerweile viel zu viele Eier. Also ich glaube, zwei Vögel sind mehr als genug zurzeit. Ich schieße erst auf das Lama, wenn es sich beruhigt hat. Weil sonst verfehlt man viel zu leicht. Wo ist es hingerannt? Aber ich würde hier halt definitiv nicht irgendwie ein 20-Minuten-Video oder so draus machen, wie wir hier einfach nur farmen. Weil das ist an sich halt immer nur das Gleiche. Okay, es hat sich langsam beruhigt. Jetzt brauche ich nur eine gute Schusslinie. Gibt's eigentlich noch irgendwas, was wir lernen können? Okay, es rennt wieder. Ich warte. Ne, von Erforschten haben wir gerade alles. Eigentlich kann sie die Forschungsstation momentan wegpacken. Ich glaube, alles, was man so finden, erforschen kann, Egal, haben wir. wir haben gerade so keinen Platzmangel mehr in dem Sinne, das passt also. Na, man kannst du dich bitte endlich mal beruhigen. Nein, renn nicht in die Fluten. Hab es. Yay, dann habe ich auch endlich meinen Welchen Lahm. Namen willst du dem Tier geben? Ich kann das auch jetzt schon machen. Weiß ich nicht. Guck mal, hier. Ich renne hier mit deinem neuen Haustier. Ja, lass werf es denn mal in den Käfig. Ich überlege mir denn bis zum nächsten Stream einen Namen.
Solange Aber gebe ich finde ich es halt. ihn, damit wir ihn leichter rauserkennen, gebe ich ihm so lange den Namen namenlos. Das kann man ja jederzeit umändern. Guck mal, dein neues Haustier. Yay. Ab dafür. Jetzt haben wir von allen zwei. Ja. Und ich glaube, das ist an sich für unseren Bedarf auch mehr als genug zurzeit. Ich will jetzt nur noch gucken, dass alle Batterien auf jeden Fall voll sind. Die hier oben ist es auf jeden Fall nicht, aber alle anderen soweit schon. Ja, einmal ganz kurz da rein, dann ist das schon. Ich nehme mal kurz auch die hier aus unserem Wasserspender mit. Die ist nämlich auch halb leer. Guck mal, wir müssen Die heißt. eigentlich momentan nur vier Batterien tanken. Sobald die Batterien voll sind, können wir für heute wirklich eigentlich auch schon Schluss machen. Die eine ist noch nicht voll, auch wenn sie grün ist. Ja, Glaube ich zumindest. ich habe die anderen beiden schon in der Quicklist. Kannst ja einmal aufheben und wenn nicht voll ist, legt sie wieder hin. Ist noch nicht voll. Ja, die ist gerade erst Weil. grün geworden. Ja, guck mal, wir haben heute eigentlich richtig viel erlebt, was irgendwie wertvoll war. Hauptsächlich nur auf dieser Insel. Der Metalldetektor haben wir rausgefunden, der bringt jetzt richtig viel. Wir haben ein Ladegerät endlich gebaut. Du hast einen coolen Roboter, der in deine Seele starrt beim Schlafen. Wir haben das Deluxe Food entdeckt. Also, wir haben unseren kleinen Streich jetzt wo. Ich sage, das hat sich gelohnt. So, nimm nochmal die linke. Ist die voll? Ja, die kommt denn mal zu unseren Tieren, weil die sind am wichtigsten. Weil die Tiere dürfen jetzt nicht drauf gehen. Und kannst du mal deine Flasche vom Mund nehmen? Ich glaube, die geht auch alleine durchs Tragen schon kaputt. Und die Lampe, die du auf dem Kopf hast, auch. Ich habe wieder meinen stylischen Zylinder auf. Den du dir nur geholt hast, weil du schneller warst als ich, sonst hätte ich ihn jetzt. Ist meiner. Wart's ab, irgendwann hab ich ihn. Das denkst du. War die voll? Ja. Guck mal, wir haben nie wieder Stromprobleme, weil Biokraftstoff, das schaffen wir generell recht gut. Ja, vor allem dadurch, dass wir hier auch eine Sobald wir eine Honigfabrik zweite haben. Bienenfarm eröffnen, hat sich das Problem eh für immer Ja, erledigt. aber ich will direkt vier Stück machen, die wir dann entsprechend betreiben. Apropos. Wir können längst wieder Honig machen. Okay, also außenrum werden wir wohl alles nochmal mit stabilen Fundamenten ersetzen dürfen in Zukunft. Fundamenten Ausrüstung. Was für ein stabiles Fundament? Ach, da. Ich glaube, das ist einfach nur ein stabiles generell und das kannst du nochmal mit der Fundamentumrüstung ummanteln. Ich weiß, das ist generell robuster und dann kannst du es halt nochmal verstärken. Was die Etagen angeht, müssen wir auf jeden Fall mit diesen Holzsäulen arbeiten. Das steht schon mal fest. Weil da steht ja sogar bei, eine Stütze für zusätzliche Etagen. Ja, aber da würde ich auch einfach wegen Aussehen die stabile Holzsäule bevorzugen. Ja, wir bauen die Holzsäulen ja am Außen hin. Ich kann ja mal eine testweise hier mal hinstellen. Ich würde sie dann aber auch so ein bisschen im Inland hier hinstellen. Kannst du die bitte nicht hinstellen? Nicht jetzt. Das können wir wann anders machen. Kostet nicht wirklich was. Trotzdem, ich will jetzt nicht einfach nur für Testweise, dass wir es denn einfach wieder abreißen, denn hier eine Stange hinhauen. Wir bauen hier so oder so das auf, dass wir in dieser Reihe hier, also mit einem Abstand, auf Den die nächste Rand werden Etage wir gehen. ja eh noch mal hier abreißen, den hier, und mit stabilen Fundamenten und Verstärkungen austauschen. Ja, aber der Platz für die Holzsäulen würde sich dadurch nicht ändern.
Wenn du Ich kann, jetzt ich hier in könnte die da. Ecke, wenn du jetzt hier in die Ecke stellst, geht es aber vielleicht Nein, kaputt. ich kann es auch auf diese Ecke stellen. Ich denke, das würde für das hier mitgelten. So, und jetzt prüfen. Da können wir noch eine raufhauen. Und das ist halt die. Mit noch einer drauf ist da, das ist die Höhe, die ich für eine Etage haben wollte. Warte. Ich muss mir einmal ganz kurz Holzplanken, einfach nur um zu gucken. Ja, und da kannst du eine drumherum bauen. Warte, ich baue dann noch eine drauf, falls es geht. Das geht. Und das wäre dann halt eine Etage, diese zwei hier. Und du meintest, das ist zu klein. Man könnte Ich da denke nicht mal mal, springen. ich denk mal, die stabilen brauchen wir dafür nicht. Na, ich würde einfach wegen Aussehen, weil. Ach, das meinst du? Ja, da können wir die normalen einfach nehmen. Und jetzt ist die Frage, kann ich da noch mal dran bauen oder müssen wir jetzt Nein. wirklich drumherum? Kannst nicht. Ja, dann müssen wir nämlich richtig viele von diesen Säulen aufstellen. Da müssen wir immer so in einem Zweierabstand ungefähr die Säulen aufstellen. Oder es funktioniert auch mit Wänden. Aber da will ich aussehensmäßig dann auch die stabilen Holzwände eher nehmen als die schlechten. Ja, dann wissen wir, was wir als nächstes im Angriff haben. Ganz viel Holzfarm. Das, was wir haben, reicht für das, was wir vorhaben, noch lange nicht. Nö, wir wollen ja das ganze Warft mindestens zwei oder drei Etagen Ja, hochhauen. und dann kriegen die Etagen auch bestimmte Zusatzfunktionen. Halt zum Beispiel eine Etage eventuell nur Lager oder. Eine Etage komplett Farming, die andere denn Crafting und Schmelzen Halt, dass wir und das alles ein bisschen geordneter haben, dass wir wissen, wo was ist. ja, eine Etage halt die ganzen Also Farmen ganz klar, die mit. Motoren müssen natürlich nach ganz unten. Ja, und da machen wir dann am besten auch die im inneren Bereich halt dann die Motoren hin. Und ich würde das Fahrerhaus nach Möglichkeit auch möglichst tief machen wollen. Also tief wie es geht. Aber ich will halt denn das hier wirklich als Front auch haben. Ja, man Dass wir dann könnte ja dann ungefähr hier so hier. noch mal so zwei, die nach draußen gehen und dann da das Lenkrad hinstellen, dass du stets immer geradeaus damit Ja, gucken aber würdest. wenn es geht, würde ich sogar noch eine Stufe runtergehen wollen, als was es jetzt gerade ist. Nebenbei, ich weiß nicht, ob du mich dafür hast oder nicht, aber ich will dann auch mit so einer Tür arbeiten. Dass wir auch so Eingänge haben, einfach nur fürs Aussehen. Die können wir ja einfach auflassen. Ich find's so dumm, dass du an die Holzböden keine anderen Holzböden dran packen kannst. Das sind so dumm. Aber alles in allem will ich halt nach Möglichkeit schon eher mit den verstärkten Holzsachen später arbeiten, zwecks Aussehen einfach nur. Das können wir dann aber nach und nach alles ersetzen. Ja, ich speichere jetzt. Wir machen hier das nächste Mal weiter, dann geht's mit der Story auch weiter. Obwohl sollten wir ja davor vielleicht ein bisschen essen und trinken nochmal anfarmen, oder meinst du reicht? Ich glaube reicht. Also wenn wir jetzt mit all den Kartoffeln, die wir haben, weil guck dir mal an, wie viele Kartoffeln wir haben, wenn wir damit einfach nur stumpf jetzt Suppen herstellen, haben wir genug Essen. So. Und ja, trinken haben wir die Wassermelonen. Ja, das war's dann auf jeden Fall für heute. War ein erfolgreiches Team. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen aufgestockt. Können uns nicht beschweren. Ich könnte mich trotzdem noch beschweren, weil wir bei weitem nicht das erreicht haben, was ich gerne haben Ja, möchte, aber aber bei es ist dem, ja was du machen. Langzeitprojekt. Was Das ist du ja da halt ein erreichen Langzeit. wolltest, dafür bräuchten wir locker nochmal die ganze Nacht. Also, nee, sagen wir es mal so, für das, was ich generell für unser Raft alles geplant habe, das ist definitiv langzeitbedingt. Naja, Also. also ich werde das in den Stream wahrscheinlich noch mal härter zusammenschneiden als alle anderen. Wie gesagt, ich würde daraus einfach nur ein kleines Update-Video machen, irgendwie Nee, so nee, wir 5, haben schon 6 was Minuten. erreicht, so ist das nicht. Also ich sehe einen sehr großen Fortschritt mit dem, was wir am Ende alles so gebaut haben, mit dem Metalldetektor und etc. Also das ist sehr großer Ja, Fortschritt. aber trotzdem ist es nicht irgendwie ein extrem langes Video wert. Es reicht ja, dass du einfach so die Schlüsselstellen da rauscuttest und daraus halt ein Video dann machst und
Halt einfach ein quasi nur ein kleines Update-Video, was sich alles verändert hat und so, damit auch die auf YouTube wissen, was sich geändert hat. Naja, auf jeden Fall an der Stelle, jeden, der es gefallen hat, ein Follow auf Twitch, ein Abo und ein Like auf YouTube. Ich leite jetzt an keinen weiter für die auf Twitch. Und Und morgen tschüss. nerv ich dich.